Was könnte das heißen? Ist heute etwa Cheat Day? So, nachdem wir schon Oreo Cheesecake Geschenk gekriegt haben, selbstgemachten, gibt es jetzt nochmal den aus der Retorte. Der kommt jetzt in den Kühlschrank. Und dann gucken wir mal, was wir halt heute alles fertigen. Burger! Burger? Durstburger. Durstburger. Mayonnaise, Trüffelmayonnaise. Trüffelmayonnaise. Mm. Das ist der geilste Shit ever. So, den packe ich jetzt in den Kühlschrank und dann geht der Cheat Day los. Is this thing on? Is this thing on? Yes, it is. And it's Cheat Day! Yo! Yo! Oreo-Torte, die zweite ist schon im Kühlschrank. Die schmeckt nach Pürierstab. Die schmeckt nach Pürierstab. Und wir werden jetzt noch ein Pull-Training machen. Vielleicht mit Manuel Berko und Tapia, aber die kommen ja nicht aus der Kiste, aus dem Bett. Und weil wir heute ja Cheat Day haben und noch meine Oma besuchen und das und das und das noch machen müssen, legen wir jetzt los. Ab ins FitX. Und ich bin. Yo, yo, yo! Genau! Ja, yo, yo, yo! Das ist das Motto heute. See you later! What the fuck? The same procedure as every Saturday. Yes, it's FitX time. Anschnallen bitte! Anschnallen bitte, it's FitX time. Nee, anschnellen steht da nicht, anschnallen. Anschnellen. Anschnellen. So. Was ist bei dir dran? Auch Pull. Pull? Pull, das heißt? Man muss irgendwas pushen. Ihr seht, Julia hat es immer noch nicht drauf. Das muss aber am Zucker liegen, den sie schon vertilgt hat. Was hast du schon gegessen? Ich mag nur Beintraining. Mikado. Julia hat sich schon Mikado reingepfiffen. Und ich habe 3 Oreo Birthday Cakes gegessen. Boah. Und Tropicana Fruit, oder wie heißen die? Truppi-Fruppi. So Leute, bevor wir Truppi-Fruppi werden, gehen wir jetzt mal trainieren, würde ich sagen, oder? Truppi-Fruppi. Warte, ich kann das doch nachgucken. Ja, zeig mal, wie heißen die? Warte, hier. Truppi-Frutti, habe ich doch gesagt. Truppi-Frutti. Geile Scheiße. Mit dem Tukan. Der Tukan, der Tukan, der Tukan. Alle Helge Schneider-Fans werden es kennen. Ja, die Klappe. Klappe, die erste. Ah, Julia hat die Klappe nicht, kriegt die Klappe nicht zu. Ja, oder? Die muss man ja mal per Hand abmachen. Ja. Das ist ja heutzutage alles auch nicht mehr so einfach. Nee, ich lasse euch. Man verlässt sich immer darauf, dass alles automatisch funktioniert. Training ist absolviert. Julia ist völlig fertig und alle, allerdings von ihrem gestrigen Beintraining. Weil ich fast runtergekommen bin. Also ganz runter. Fast erst to grass Kniebeugen jetzt schafft. Aber nur fast. Aber da kriegen wir sie noch hin. Macht dir jetzt richtig Spaß, sagt sie. Macht mir schon immer Aber Spaß. Heute ist nicht das Thema Training und so ein Firlefanz. Da will ich heute gar nichts von hören, sondern Essen, Cheat Day. Jetzt fahren wir zu Dulls Burger. Mm. Der beste Burger aus meiner Sicht in Hamburg. Hab schon noch bessere gegessen in Naples. Ja, in Naples war der ja auch geil. Aber den... Im Cheat Day Video zu sehen übrigens. Ja. Das Naples. Das erfolgreichste Video auf dem Fitness Elevator Channel, muss ich immer wieder sagen. Bin ja auch ein bisschen traurig, aber... Das zweitbeliebteste Video übrigens ist mittlerweile der Macro-Free Day in Lüdenscheid. Also echt? Auch ein Cheat Day. Ja. Also ich. Das wollen die Leute sehen, ne? Leute, wenn ihr wollt, dass ich dick und fett werde, dann schreibt es doch in die Kommentare. Dann höre ich auf mit diesem ganzen Fitness-Lifestyle und Personal Training. Nein, 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 mach das bloß nicht. Ja, auf jeden Fall holen wir jetzt den Burger, nehmen wir da mit, weil wir wohnen nur 5 Minuten entfernt. Weil der Burgerladen ist relativ klein, da kann man nicht gemütlich sitzen. Und wenn man sich da reinsetzt, riecht man danach wie eine frittierte Fritte. Ja, wie eine frittierte Fritte. Also wie komplett die Klamotten, die wir jetzt anhaben. Deswegen fahren wir jetzt auch in Sportklamotten dahin. Die kannst du komplett in die Waschmaschine sofort. Da stinkst du wie eine frittierte Fritte. Oh. So. Next Stop wird, oder was nächste, was ihr sehen werdet, ist, wie wir die Burger dann wahrscheinlich essen. Hoffe ich. Oder bestellen.
mögen Stellen nicht. In dem kleinen Laden ist die Kamera ja dahin. Die wird ja mitfrittiert. Glaube ich. Tschüss! Da ist er, Dulfs Burger. Wir warten jetzt, also die Tür steht schon auf, ab 12 machen sie auf. Wir haben uns auch schon rausgesucht, was wir essen wollen, aber Julia ist sich noch unschlüssig. Ich stehe so auf Preiselbeeren. Aber ihr werdet es gleich sehen. Oder ich nehme Blue Cheeseburger. Blue Cheeseburger hört sich geil an. Ich nehme die Kreatur. Oh, guck mal, das Chicken. So. Es gibt doch nichts Schöneres als eine Tüte voll Essen. Von Dulfs Burger. Die schon durchsapscht. Oben. Sind, wir dürfen es eigentlich gar nicht sagen, es sind 40 Euro Essen. Zwei Burger, aber ein Riesenburger, ihr werdet es ja gleich sehen. Burger fast für 20 Euro hast du die bestellt, mit drei Patties. Es gibt nichts Geileres als ein Essen. Wie ein kleines Baby in der Hand. So, und jetzt wird das weg, vertilgt. Oh, soll ich es ins Wohnzimmer stellen? Ja. So, da ist das Ding. Das ist der Kreaturburger. Dadurch, dass der jetzt hier drin ist, sieht man gar nicht, wie hoch der ist. Das sind drei Patties. Der ist eigentlich richtig hoch gewesen bei denen gerade, ne? Auf dem Teller. So, die haben den hier so reingepresst mit Briochebrot. Mm. Ich weiß gar nicht, was war da alles drin? Bacon. Bacon, Spiegelei. Cheddar, ne, Chester. Keine Ahnung, alles. 10 Soßen. Ja, der schwimmt hier auch in Käse. Das ist der absolute Fatburner. Mm. Fatburner. So, dazu haben wir hier noch Sweet Potato Fries. Oh, geil. Oh, die sind richtig. Mm, mit der Mayo. Mit der Trüffel-Mayo. Oh, richtig knusprig. Und Julia musste unbedingt noch Onion Rings haben. Deswegen waren wir auch zuletzt dran. Und ich habe einen Blue Cheeseburger mit zerlaufenem Blue Cheese. Okay. Bei mir ist auch Bacon drauf, ne? Das wusste ich gar nicht. Oh, ich kann nicht mehr warten. So, Leute, tut mir leid, wir müssen jetzt. Boah, das ist. Kennt ihr das Gefühl, wenn man kurz davor ist, etwas göttlich Schmeckendes zu essen? Das ist dieser Moment. Tschüssi. Guten Appetit. Ich glaube, ich habe jetzt die Hälfte. Soll ich mal zu euch drehen? Und da seht ihr den Beef Tower und den Cheese Tower. Und der Burger ist einfach Wahnsinn. Und das Brioche-Brot und die Fries sind geil. Und Trüffelmayonnaise, einfach eine perfekte Kombination. Also ich habe gerade schon gesagt, das ist echt, schmeckt echt am besten. Wir waren jetzt irgendwie drei oder viermal da, ne? Heute schmeckt das am geilsten. Also die Jungs haben echt noch was, immer noch, sie upgraden ihr Burger-Game immer noch. Ich habe gerade zu Julia gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich den tracken soll. Da habe ich schon aufs Gag gesagt, sagt Julia, ruf doch mal an und so, könnt ihr mir mal die Macros durchgeben? Und so, what? Aber ihr werdet sehen, ich werde ja diesen Tag komplett, diesmal wirklich komplett tracken und einfach schätzen. Ich weiß noch keine Ahnung, wie ich das mit dem Fett bewerten soll, aber das kriege ich noch raus. Boah, ist einfach nur nice. Also jeder, der mal nach Hamburg kommt, Dulfs Burger, 100% wieder Empfehlung. Geht dahin, wenn ihr geilen Burger essen wollt. Und wir haben echt schon einige Burger durch. Nicht nur in Hamburg oder überall. Ganz Amerika. So, ich glaube, das Cheat-Day-Video wird wieder ziemlich lang. Aber bei YouTube sind ja die Videos, die am längsten sind, am schlechtesten geklickt, ne? Oder bis zu Ende geguckt. Außer natürlich unsere Cheat-Day-Videos. Die haben am längsten Klickrate oder Durchhaltevermögen. Wie lange esse ich jetzt schon? Eine halbe Stunde. Das ist echt krass viel Beef. Man vs. Food, Lee. I will make it. Du willst es total ablosen, auf jeden Fall. I will make it. Wenn ihr mir Kraft gibt. Ja, danach ist erstmal Mittagsstäbchen angesagt. Und dann müssen wir zum Tortenständchen antreten. Heute ist ja unser Geburtstag eigentlich. Wir feiern unser Geburtstag zusammen. Haben wir gar nicht erwähnt, ne? Anna hat am 1. Juni und Julia hat am 11. Juni. Gesamt zusammen sind wir auch gefühlt 110 Jahre alt. 10 Jahre alt, richtig. Das ist unser geistiger Zustand. Dein geistiger Zustand.
Der würde eher auch zum 110-Jährigen passen. Wir haben jetzt ein kleines Nickerchen gemacht. Jetzt geht's weiter zu meiner Oma, Family. 2 Oreo Cheesecake Varianten probieren und ich habe gerade ein Peanut Butter Reese's Peanut Butter Cup Big Cup für zwischendurch. Und Peanut Butter Lovers know what is good. So, wir haben es jetzt. Wie spät? Schlecht vorbereitet fürs Video, der Mann. 20 Uhr genau. 20 Uhr. Und wir haben jetzt noch Pizza am Start. Wir waren jetzt, glaube ich, 3 Stunden bei meiner Oma. Da gab es noch Oreo Cheesecake. Meine Mutter hat auch noch einen Special Cheesecake zum Geburtstag gebacken. Der war auch richtig lecker mit Vollkornboden. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das alles tracke. Muss ich erstmal alles ausrechnen, machen und tun. Aber was mache ich? Werdet ihr jetzt sehen. Und jetzt gibt es natürlich noch Pizza. Mit Pizzeria, wie immer. Hole ich sogar ab. Chicken Fajita und Salami ist da noch drunter. Die Hälfte, die haben, glaube ich, zu viel Rucola gemacht. Julia nimmt ja immer Margarita. Alles so American Style. Dazu gibt es noch Pizza Dip und Pizza Brötchen for Smileys. Haben wir uns noch liefern lassen. Ja. Und dazu gucken wir jetzt einen Film. Wahrscheinlich, was gucken wir? St. Vincent. Und ja, melden uns dann wieder. In die Tiefen geschlagen. Thanos hat Gamora dir unterstellt. Dann wurde sie vom Nova-Corps verhaftet. Du bist hier derjenige, der nichts vorzuweisen hat. Deine Quellen sagen, dass sie uns betrügen wollte und das von Anfang an vorgehabt. Bräche mit deinen Ton. Ich kann das nicht. Pizza ist durch und wir gucken Guardians of the Galaxy für viel Geld. Aber der Film ist auch echt ganz gut. Jetzt zeige ich euch nochmal, was es hier Schönes gibt. Ich mache nochmal so ein Tablett fertig. Ich glaube, von der Seite sieht man das besser. Das wird meins. Das einzige Ben & Jerry's, was ich noch nicht probiert habe. Das Speculoos Speculoos. Und Spekulatius mag ich eigentlich recht gern. Dazu gibt es noch ein Reese's Big Cup. Machen wir mal so ein Tablett fertig. Noch ein paar Oreo Birthday Cakes. Best Oreos ever. Und auch neu Lemon Cheesecake Style. Wir hatten ja heute noch nicht genug Cheesecake. Leibniz Kekse. Und Julia schafft dann gerade noch mal einen kleinen süßen Peanut Butter Cup. Und ihre geliebten Mikados. Sie liebt Mikado, Milchschokolade. Schreibt mir in die Comments, wer das auch noch gut findet. Mikado. Oh, das stelle ich mir jetzt mal was zusammen. Notiere natürlich, wie viel. Und dann schreibe ich jetzt hier rein, wie viel das war. These Calories. Man durstig von dem vielen Gefresse. Bisschen übersäuert. So, das ist jetzt der letzte Teller für heute. Nochmal 6 Oreo Birthday Cakes. Eine halbe Marabou. Standard. Ich weiß gar nicht, Milchschokolade ist das wahrscheinlich. Und Cheetos Crunchy. Jetzt ein bisschen duster geworden hier, glaube ich. Oder sieht man mich noch? Ich glaube nicht. Geisterstunde. Muss man das Fernsehen. Ja, ich hätte die Fernbedienung liegt bei dir. Warum geht der denn einfach raus irgendwann? Nee, der geht auf. Ja, so kommen sie doch nicht wieder rein, oder? Hä? Wie ist der ausgegangen? Keine Ahnung.
weil wir die Wiedergabe fortsetzen können. Wie da steht. Das Geilste ist frische Luft im Schlafzimmer. Gut, gut, okay. Ich denke, du hast. So, das mal kurz sonst nebenbei. Das wird's dann auch gewesen sein. Mehr schaffe ich auch nicht. Und dann bin ich mal gespannt, was da jetzt an Kalorien zusammenkommen. Ich werde das hier gleich nochmal... Ja, so 2000 bestimmt, ne? Ja, so 2000 Kalorien werde ich mal geschafft haben. Oder mehr. Nee. Ja, oder das Doppelte. Oder das... Ja. 10.000 habe ich garantiert geschafft. Allein schon mit dem Burger heute Mittag. Aber ich werde es jetzt hier mal einblenden. Und ich bin selber gespannt. Das war der Cheat Day. Macht, wie gesagt, wird wahrscheinlich wieder eins der erfolgreichsten Videos, hoffe ich wieder mal. Aber checkt auch die anderen Videos. Ich mache jetzt nochmal ein Video dazu, wie man am besten nach dem Cheat Day das Beste aus dem Cheaten rausholt. Und die Schäden so klein wie möglich hält. Und dann könnt ihr auch cheaten. Und wie man sich auf den Cheat Day vorbereitet. Und. Und nach dem Cheat Day, ganz wichtig, schönes Kuschelbett und schlafen mit vollem Magen. Genau. Richtig schön Fettsack-Lifestyle einpennen. Oh. Egal, wir gucken den Film jetzt zu Ende. Abonnieren, Daumen hoch. Sonst gibt's keine Cheat Days mehr für euch. See you. Bis zum nächsten Mal. Hallo.